Der heutige Tag kann uns für unser Thema Pressefreiheit in Europa, da bin ich sicher, Orientierung geben. Bei dem Mann, den Sie heute auszeichnen, dem dänischen Zeichner und Karikaturisten Kurt Westerwart, geht es um die Meinungs- und Pressefreiheit. Der einmal die sogenannten aufmüpfigen Angsthasen in Schutz genommen. Egal, ob wir seine Karikaturen geschmackvoll finden oder nicht, ob wir sie für nötig und hilfreich halten oder eben nicht. Darf er das? Ja, er darf. Er ist ein Zeichner, wie es in Europa viele gibt. Europa ist ein Ort, in dem ein Zeichner so etwas zeichnen darf. By treating a Muslim figure the same way we would a Christian or Jewish icon, we are sending an important message. You are not strangers. You are here to stay, and we accept you as an integrated part of our life. You must understand that this is an act of inclusion, not exclusion, an act of respect and recognition. No, I don't regret it, because I'm quite sure that this clash or friction between two cultures, it would have occurred sooner or later. Now the cartoons, they became some kind of a catalyst who speeded up this process.